Ja, unsere Außenküche kennt ihr ja schon. Das ist im Moment unsere Küche im Moment. Und schaut euch mal diese Melonen an. So sehen sie von außen aus. Und da werde ich jetzt Marmelade kochen. Ich mache noch ein bisschen Banane dazu. Mal schauen, wie das wird. Ich werde es einfach probieren. Und wenn nicht, wenn sie nicht ja, fest wird, dann mache ich sie als Smoothie. Das geht auch. Und dann kommt Wasser dazu zum Trinken. Also, kein Problem, wir testen das. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, ausgehöhlt. Die Kerne kommen auf den Kompost. Das heißt, da gibt es nächstes Jahr oder wann wieder neue Melonen, die sich da ziehen. Ja, und dann geschält und jetzt wird es in Würfel geschnitten. Und dann geht nachher alles in den Topf. Da habe ich den Zucker. Ich nehme braunen Rohrzucker, wie wir ihn hier in Thailand haben. Ja, hier haben wir die Bananen. Da geht es schon in den Topf. Ein bisschen. Ja, ich werde die andere Melone nicht mehr aufschneiden, dann habe ich zu viel Gewicht. Wir schauen mal weiter, wie es noch so wird. Ein bisschen Zitrone kommt auch noch dran. Ja, hier liegt das gute Stück. Jetzt hatte ich die Kamera verkehrt rumgedreht. Und ich weiß jetzt gar nicht, ist es Zitrone oder Limette? Es ist so klein. Ich lasse mich überraschen. Die Hauptsache ein bisschen Säure kommt dazu. Ja, meine Lieben, ganz klar, es ist eine Zitrone. Ein bisschen bitter dazu. Aber ich denke, das wird schon gut schmecken. Dann schauen wir mal nochmal in den Topf. Ja, und jetzt kommt der Zucker dazu. Der steht schon parat. Ja, Zucker habe ich mal 100 Gramm mehr genommen. In Deutschland habe ich meine Marmelade mit 2 zu 1 gekocht. Habe ich hier jetzt nicht. Werde ich auch jetzt nicht suchen gehen. Wenn jemand weiß, wo man sowas bekommt, dann kann er es mir in die Kommentare schreiben. So, und jetzt wird das Ganze langsam erhitzt und gerührt. Ach, da fällt mir ein, ich hätte das ja auch in der Brotbackmaschine machen können. Die hat extra ein Programm dafür. Beim nächsten Mal mache ich das da drin. Also denkt dran, Marmelade, Brotbackmaschine, beim nächsten Mal. Ja, meine Lieben, natürlich habe ich auch einen Schluck Wasser dazu gemacht. So, wie ich es mir denke, wie viel. Ich habe ja schon öfters Marmelade gekocht, denn sonst brennt ja unten auf dem Boden direkt alles an und das soll ja nicht sein. Ja, ich hoffe, euch macht dieses Kochvideo diesmal Spaß. Wenn es euch Spaß macht, abonniert den Kanal. Wer will, kann Kanalmitglied werden. Ja, und wir machen die Marmelade weiter. Ne, wir nicht. Ich. Ja, meine Lieben, ich habe noch mehr Gläser zusammengesucht. Die waren voll mit Marmelade. Die habe ich schon hier aufgegessen. Und habe auch meinen Mixstab gesucht und gefunden. Oh, den muss ich da noch ein bisschen sauber machen. Ja, es ist irgendwie alles dabei. Und da werden wir das Ganze ein bisschen pürieren. Ich gucke mal, ob ich ein paar Stücke noch drin lasse. Übrigens habe ich noch ein bisschen Vanillezucker dran gemacht. So, da könnt ihr das köchelnde Zwischenergebnis sehen. Ich hoffe, es sind genug Pektine da, dass sie steif wird. Aber das sieht schon mal gut aus. Natürlich werde ich gleich hier eine Gelierprobe machen. Es fängt jetzt gut an zu kochen. Ich muss kleiner stellen. Ja. Und nach der Gelierprobe, wenn die gut ist, wird abgefüllt. Ja, da ist meine Gelierprobe. Werde ich gleich mal testen. Ja, dann brauche ich aber beide Hände. Und da vorne brutzelt es vor sich hin. Nee, es köchelt vor sich hin. Der Zucker ist natürlich immens heiß. Also Vorsicht, wenn ihr es nachmacht.
verbrennt euch nicht die Finger. Wow, mit so viel Ausbeute hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. 2, 4, 6 und das große Glas hier, auf dem der Gummi nicht richtig passt. Aber das wird als erstes gegessen. Das kommt nachher, wenn es abgekühlt ist, in den Kühlschrank. Und die anderen hoffe ich mal, dass sie Vakuum ziehen. Übrigens, ich stülpe meine Gläser nicht. Braucht mir auch keiner zu schreiben, meine Schwester stülpt sie und ich nicht. Und siehe da, meine sind immer alle zu, alles in Ordnung. Von daher, ja, mache ich weiter so. Ich hatte, wie gesagt, nicht mit so viel Ausbeute gerechnet. Wobei, natürlich, der Zucker ist ja jetzt eine doppelte Menge im Gegensatz zum Chilierzucker. Ja, da haben wir noch ein paar liegen. Drin liegt ja auch noch eine. Also, bis zum nächsten Kochvideo. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Freue mich, wenn ihr es nachkocht. Ja, meine Lieben, wie immer, abonniert den Kanal. Wer möchte, kann Kanalmitglied werden. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.